Così fan tutte, so machen's alle, lautet der Titel dieser Mozart-Oper. So machen es alle in Sachen Liebe, Partnerschaft, Sexualität und Treue. Und deshalb war es für Uwe Erik Laufenberg durchaus naheliegend, seine Così fan tutte Inszenierung mitten im Publikum, sozusagen mitten unter uns, spielen zu lassen. Mozarts Così fan tutte präsentiert uns im Stil einer Komödie ein riskantes Spiel um die Liebe, um partnerschaftliche Treue, um die Verführbarkeit eines jeden Individuums und zeigt uns ein Karussell der Gefühle und Emotionen. Doch wie viel Realität darf in dieses turbulente Spiel einfließen? Oder behält das Komödiantische mit all den Verkleidungen, Verwirrungen und Intrigen doch die Oberhand? Ich glaube, Mozart ohnehin war ein äußerst humorvoller, witziger, gewitzter Mensch. Und er hat hier eigentlich ein doch sehr fundamentales Thema verhandelt, aber mit sehr viel Humor. Es ist einfach das ganz für jedermann verständliche Problem der Treue oder der Untreue. Und insofern glaube ich ganz sicher nicht, dass man das als an der Oberfläche eben agierendes Spiel ansehen sollte, sondern wirklich als durchaus ernste Angelegenheit. Je länger dieses erotisch geprägte Verwirrspiel dauert, Sehnsüchte geschürt, aber auch Hoffnungen zerstört werden, desto weniger können sich die Figuren diesem Gefühlschaos oder auch der Grausamkeit des Lebens entziehen. Müssen feststellen, wie komplex doch das eigene Begehren sein kann und wie wenig man sich dabei noch unter Kontrolle hat. Am Ende dieser Oper steht immer dieselbe Frage. Gibt es für die beiden Paare eine Rückkehr zum Ausgangspunkt? Können sie ihren ursprünglichen Überzeugungen und Lebenskonzepten noch trauen? Oder hat dieser Höhenflug der Selbsterfahrung doch deutlichere Spuren als gedacht hinterlassen?